Sollen wir den hinterherfahren oder fliegen? Ach du Heiliger. Ja, wir können einfach mitfahren, oder? Junge, Junge. Und das sind alles Leute, die bei der Hochzeit jetzt teilnehmen, oder wie? Ja, scheinbar. Und du bist auch eingeladen, als besonderer Gast. Ich bin eingeladen, definitiv. Aber wir überholen hier mal, das geht ja gar nicht. Wieso sind die so langsam? Ey, hier ist ja sogar alles abgesperrt. Meinst du, wir können da nackt einfach reinmarschieren oder müssen wir uns anziehen? Ich hab nichts zum Dresscode bekommen, also nackt sollte auch gehen. Ja, okay, wenn es keinen Dresscode gibt. Ich finde das so gut, wenn jetzt irgendwas brennt, kann keiner helfen. Wir sollten was in Brand setzen. Erstmal parken, oder? Ja, ich glaube, wir haben ja eh einen VIP-Parkplatz, oder? Direkt vor der Tür? So, machen wir das einfach mal ganz frech. Aus dem Weg! Abfahrt! Was für Abfahrt? Ich dachte, wir sind eingeladen. Hä, park da, guck mal, da, wo der gerade angemeckert wird. Park genau da. Hier? Ja, hier rechts, da ist ja, doch was frei. Die machen sich jetzt hier ab. Genau hier können wir parken. Wunderbar, wunderbar. Warte, ich zünd mir erstmal ein Tütchen an hier. Das ist heute kein öffentlicher Parkplatz. Das ist heute hier ein privater Parkplatz für dieses Hochzeitsevent. Wir parken das Auto hinten sofort zu parken. Weg. Ansonsten müssen wir jetzt die Polizei hinziehen. Die Parkplätze sind hier frei zu halten. Das ist ein VIP-Parkplatz. Wir wurden eingeladen. Ist das so? Oh nee, auch nee. Sofort Digga, das Fahrzeug wegparken, jetzt sofort. Wir stehen nichts auf von einem VIP-Parkplatz. Ich bitte Sie einmal jetzt höflich, das Auto wegzuparken. Gib ihm die Schlüssel. Ich glaube, das ist der Parkservice. Der kann doch parken. Nein, ich bin nicht der Parkservice. Sie nein, nehmen Sie die Schlüssel. Nein, Sie werden das Auto selbst weg. Dort hinten sind freie Parkplätze. Dort können Sie hier, nimm dir ein bisschen was davon. Ein gutes Trinkgeld für dich. Und? Denn wie nett. Sie können das Auto ruhig parken. Alles ja, okay, gut. Wir machen einen Deal, ja? Also, ich parke das Auto weg und dafür entschuldigen Sie unseren Dresscode, ja? Alles gut. Ja, okay, perfekt. Dresscode super, ist in Ordnung. Super. Sie sehen super aus, die Herrschaft. Ja, natürlich. Ich habe mich extra rausgeputzt. Ich würde sagen, dann können wir uns jetzt ausziehen, ne? Nein, nein, wir gehen da nicht nackig rein. Das ist respektlos. Das machen wir nicht. Wir haben hier was ganz Besonderes, weil du hast ja bestimmt das Geschenk vergessen. Hier, das kannst du denen geben. Als kleines Danke für als nettes Geschenk. Was heißt das? Hat das einen tieferen Sinn? Ja, du kannst ihm eins nehmen. Hallo. Hallo. Ich wollte nur, die haben ein wenig schief gepackt, aber das lassen wir heute einfach mal 5 gerade sein, wa? Können Sie vielleicht mal jemand anderen anmeckern, außer uns? Nee, ich wollte sie gar nicht anmeckern. Ich wollte nur gucken, ob sie den richtigen Parkplatz gefunden haben. Sieht so aus, oder? Ja, ich finde, das haben sie toll gemacht. Ich hoffe, das Transbi, was sie da gerade in der Hand haben, wollen sie nicht irgendwie negativ einsetzen. Ich habe gar nichts in der Hand. Moment, ich nehme mal ein Taschentuch. Einen Moment. Moment, weine ja, ich jetzt 5 Minuten? Die Braut wurde gerade entführt. Viel Spaß. Wie? Wie die Braut wurde entführt? Mann. Das war unser Plan. Wie die Braut wurde entführt? Das war doch unser Plan. Da hat uns jemand den Plan versaut. Ui. Servus, wer sind Sie? Katharina Seitschik. Hi Katharina, was geht ab? Hi. Gerade suche ich und muss doch ich gerade suche nach den Securitas-Dudes. Ah, ich bin von der Securitas. Wie kann ich helfen? Hi, ich suche gerade meinen Kollegen. Also meinen besten Freund. Friendzone. Also, ich könnte den auf jeden Fall suchen, wenn sie mir mal ihre Nummer geben, dann rufe ich sie an, sobald ich ihn habe. Alles gut. Ich glaube, ich schaffe das. Warte, ich habe doch seine Nummer. Warum rufe ich nicht ihn an? Also Sie könnten mir zur Sicherheit trotzdem einmal Ihre Nummer geben. Nein. Schönen guten Tag. Guten Tag, der Herr. Schönen guten Tag. Haben Sie schon Hochzeitsgeschenke erhalten? Nee. Der Bräutigam, wie ist denn Ihre Schuhnummer? Schuhnummer, das war ziemlich große. 177, warum? Nehmen Sie, das ist mein Geschenk. Das werde ich brauchen. Wenn der das benutzt, Junge. Ja, es geht los, juhu. Sind Sie auch alle so aufgeregt? Welch ein heiliger Ort. Setzen wir uns in die erste Reihe. Oh, es ist so laut. Die Glocken. Das ist viel zu laut. Oh, wie viele Glocken denn noch? Das ist viel zu laut. Machen Sie die Glocken doch leise. Gott sei Dank sind die Glocken vorbei. Wir sind das Volk. Wer spielt die Orgel? Ich sehe da niemanden. Warte, der singt. Der singt ja wirklich. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Kein Sound und keine Musik mehr. Ein paar Sekunden später. Bitte erheben Sie sich, meine Herren. Hast du noch ein Bier? Ja, klar. Wer singt hier? Der verteilt einfach Bier, ja. Und guck dir den Links da an mit seinem Bier. Er säuft einfach die ganze Zeit, ja. Also ganz unter uns, ich glaube, das Kleid ist von Aldi, oder? Kann gut sein. Oh, Entschuldigung, war ich zu laut? Das meinte ich nicht so. Frau Smith, Sie dürfen gerne zu Ihrem zukünftigen Mann da drüben gehen. Mein Beileid, Herr Hauswirt, mein Beileid. Hat dir jemand noch ein Bier für mich? Ja, ich hab noch Bier. Noch ein Bierchen. Es ist nicht gut, wenn man zu viel Alkohol trinkt. Wochenende! Saufen! Liebe Freunde, liebe Familie, liebe Gemeindemitglieder. Wir sind heute hier versammelt, um die Liebe und das Engagement von Laura Smith und Marcel Hauswirt. Wir sind hier, um Zeugen ihrer Eheversprechen zu sein. Hast du nicht noch eine Frage? Und sie auf ihrem gemeinsamen Weg zu unterstützen. Lasst uns diese Zeremonie mit Freude und Dankbarkeit beginnen. Denn heute ist ein besonderer Tag, an dem zwei Herzen eins werden. Amen. Amen sagt man doch nur nach dem Essen, oder nicht?
Oh mein Gott. Immer kurz. Ich will ja, ganz schnell. Später. Guck mal, der fliegt schon hin, so viel hat er gesoffen. Habe ich was verpasst? Nee, nichts Wichtiges, alles gut. Sehr gut. Wann geht's denn eigentlich los? Oh, ich hab was vergessen. Eine Sekunde. Ich hab ganz vergessen, den Müll noch rauszubringen. Es tut mir wirklich leid, dass ich sie jetzt damit belästigen muss. Geil. Es tut mir wirklich sehr leid. Es kommt nicht nochmal vor, versprochen. Entschuldigen Sie bitte. Ich hätte das früher erledigen müssen. Mit einem Veganer könnte ich nicht befreundet sein. Ich auch nicht. Was ist eigentlich hier los? Ja, ich habe vergessen, den Müll rauszubringen. Ich wollte nur gerade nochmal... Wir müssen den noch durchwischen, das haben wir vor der Hochzeit vergessen. Durchwischen? Also, schnapp dir den Mob und dann geht's ab. Wer hat denn die ganzen Bierflaschen hier liegen lassen? Ich bin eine Blume in Scharn. Nein, Sie sind ein Pfarrer. Später. Denn siehe, der Winter ist vergangen. Eine Frage, wie lange geht das noch? Die Blumen sind hervorgekommen im Land. Alles. Es brennt. Wie es brennt. Es brennt gar nichts, brö. Wir setzen uns mal wieder vorne rein. Das sind die Geschenke. Heilig und unverbrütlich halten, bis der Tod euch scheidet. So antworte, ja, mit Gottes Hilfe. Laura. Vor Gott und in Gegenwart dieser Das sind die Geschenke. Vor Gott dieser Zeugen frage ich dich nun, Laura. Können wir ihnen jetzt die Geschenke übergeben? Komm, dass jemand was über Bomben gesagt hat. Wir haben einen wunderbaren Kuchen mitgebracht. Oh nein. Nein, nein, kein Kuchen. Ihr habt vor Gott und diesen Zeugen einander Liebe und Traue gelobt. Ihr habt euch darauf die Hand gegeben, so segne ich nun euren Bund im Auge. Das ist eine Hochzeitsschwindlerin. Die macht das nur für Geld. Und des Heiligen Geistes. Er bewahrt euch vor allem mit eurem Weg in Gottes Frieden. Amen. Sie dürfen sich jetzt küssen Amen. Und Dinge einander. Tun Sie das nicht! Ich kenne diese Frau! Oh, das ist ja widerlich! Nein! Heute glaube ich. Kollege, wir waren nicht mal einsatzbereit. Ach du Scheiße. Oh, direkt Streamer-Mode anmachen. Ich bin froh, dass ich es nicht höre. Dann sind wir wieder bumsbar. Geil, Mädels, geile Jokos. Wir feiern heute die ganze Nacht. Ja, ich muss kurz. Aber die Fake-Version. Wir müssen ganz dringend hier weg. Oh nein. Komm, Igor, schnell. Jaren, was macht er da an den Ansatz? Jetzt hier am Auto? Wir machen gar nichts tatsächlich. Wir stehen nur hier. Achtung! Abkühlung! Oh. Bitte nicht, mach das nicht. Ui. Kann er aufgehalten werden? Ui, mir geht's gar nicht mehr gut. Mir geht's nicht gut. Ich brauch Hilfe. Oh! Wir entfernen uns jetzt erstmal hier von dem Geschehen, ja? Die sind eh verheiratet. Das Unheil ist schon geschehen. Wir können es nicht mehr verhindern. Ja, Herr Bella Vita. Jetzt kommt McDonald's auf einmal. Geh mal weg. Ich bin der Herr Bella Vita. Verpiss dich mal. Einer will fahren. Ja, warte, die Toilette raus. Dürfen wir mit aufs Foto? Nein, wir wollen mit aufs Foto. Cheese! Securitas, bitte. Wir bitten Sie einmal, jetzt hier beim Foto einmal bitte wegzugehen, sonst werden wir Sie verhaften müssen. Wir sind geladene Hochzeitsgäste. Herr Hauswirt, sagen Sie doch mal was. Herr Winkler, stellen Sie sich einfach vor mir und hoffen Sie Was ist denn jetzt passiert? Oh, Schatz. Es ist so schön, wie du meine Hüfte berührst. Also zur Notfalls, ich habe noch Kondome dabei, ne? Die nehmen wir. Schatz, na los, komm auf meinen Arm. Entschuldigung. Oh Moment, ich habe gerade eine Idee bekommen. Ich habe einen Geistesblitz. Das reicht, wir fahren, wir müssen fahren. Kümmern Sie sich doch um richtige Verbrecher, warum verfolgen Sie mich? Hallo, hallo. Alter. Erinnerst du dich noch an die Sicherheit? Ja, ach so, das haben wir schon andere Leute für uns erledigt, okay. Ja, leider. Wollen wir noch ein bisschen den Plan erklären, damit die Zuschauer wissen, wieso das lustig ist? Was jetzt passiert, oder wie? Ja, genau, dass die hierhin zurückfahren und so. Ach so, ja, die fahren ja hierhin zurück. Die kommen jetzt hier hin und machen hier jetzt irgendwie Rentnerfeier. Ja, sie haben ja falsch geparkt, junge Frau. Ich bin hier vom Sicherheitsdienst. Ja, genau. Darf ich sie einmal hochhalten? Ah! Was tut ihr da? Was ist denn jetzt passiert? Kannst du mal aufhören, Alter. Die denken jetzt, ich bin der Priester. Ist Herr Winkler auch eingeladen? Herr Winkler kommt gleich. Herr Winkler ist schon da. Ich spüre ihn schon in meiner rechten Titte, linken Titte. Oder? Wir müssen ja, aber vor allem, was hast du dir dabei gedacht, dass du den knutscht hier? Ich hab auch vorher noch mit Felix gekuschelt.
Hallo, hallo. Schnell, fahr. Vollgas, Vollgas. Ah, ich kann nicht nach vorne gucken. Das ist eine Geiselnahme. Hey, meine Frau. Das ist eine Geiselnahme. Was glauben Sie, wie viel sind Sie wert für Ihren Mann? Weiß ich nicht. Viel auf jeden Fall, oder? Ja, das fragen Sie mich. Fragen Sie das Ihren Mann. Haben Sie ein Handy dabei? Ja, habe ich. Ja, Sie rufen den nämlich jetzt erstmal an. Sag ihm, du bist eine Geisel. Ja, ich werde als Geisel genommen, soll ich dir sagen. Und wir fordern, wie viel Geld fordern wir? Wir fordern kein Lösegeld, wir fordern das Haus von euch. Wir fordern das Haus von euch. Und euer Erstgeborenes. 7349. Sie hat Postleitzahl durchgegeben. Tja, Mäuschen, du hast dein Todesurteil hiermit unterschrieben. Ey, bitte nicht. Du hättest auf gar keinen Fall durchgeben müssen, wo du dich befindest. Das war ein Fehler. Ey, meinen Sie das jetzt ernsthaft? Na, natürlich meine ich das ernst. Glauben Sie, ich mache Spaß? Ah, weiß ich ja nicht. Na los, kletter! Nach oben. Ich hab gerade erst geheiratet. Können Sie da jetzt nicht machen? So, jetzt warten wir erstmal darauf, dass dein Mann kommt. Wenn er nicht kommt? Ja, wenn er nicht kommt, dann fliegst du. Wir fordern euer Haus und 200.000 Dollar. Was? Euro. Wir fordern 200.000 Euro und euer Haus und euer Erstgeborenes. Und das Zweitgeborene auch und das Haus. Und das Geld. Und nicht zu vergessen, das Haus. Es ist ziemlich viel, ne? Und euer Auto. Das wollen wir auch. Unser Auto auch noch. Und das Kleid will ich auch haben. Das kriegen Sie nicht. Ziehen Sie das Kleid jetzt aus. Nein, bitte nicht fallen. Nein! Oh nein! Ziehen Sie das Kleid aus. Ich will das Kleid haben. Hey! Hey, nein! Igor! Ziehen Sie das Kleid aus. Ich will das haben. Ich geb's dir. Warte. Jetzt. Schön. Haben Sie auch irgendwas zum Anziehen vielleicht? Eine Hose? Nein, das war mein. Können Sie mir das Kleid jetzt geben? Haben Sie doch bekommen. Naja, nicht ganz, aber egal. Sie dürfen Ihrem Mann die Postleitzahl durchgeben, dass er auch kommt. 7350 auf der Brücke. Sagen Sie ihm, was wir fordern. Die Forderungen sind zwar 7350. Ja, auf der Brücke. Die Forderungen sind, der möchte unser Haus haben, der möchte unser Auto haben, der möchte 200.000 Euro haben. Und was wollten Sie noch haben? Das Erstgeborene. Das Erstgeborene. Und das Zweite auch. Das Zweite gibt's nicht. Und ich will ein Feuerwehrauto. Der will ein Feuerwehrauto. Komm jetzt mal dringend, sonst bin ich weg vom Fenster, was ich so oder so schon bin. Ach, der will dir nicht helfen? Nee, will er nicht. Wie? Das ist dein Mann. Wie, der will dir nicht helfen? Ja, das weiß ich ja nicht. Wie, du weißt es nicht? Ihr habt gerade geheiratet. Woher weißt denn du das? Weil ich dabei war? Ah, da kommt jemand. Da ist ein Auto. Er haust wird. Schatz, geht's dir gut? Ja, bis jetzt schon. Noch geht's dir gut. Gleich nicht mehr. Was willst du? Ich will Geld und ein Haus und ein Auto und das erstgeborene Baby. Hast du noch irgendwelche Extrawürste und Wünsche? Sei nicht so frech, sonst fliegst du. Schrei doch nicht. Hast du gehört, Hauswirt? Wo soll ich das Haus herholen? Ihr habt bestimmt ein Haus. Ja, wie viel Geld wollen Sie denn? 200.000. Herr Winkler, ich hab ein Haus und ein Auto. Ich will aber nicht Ihr Haus. Ich kann dir 75.000 geben. Passen Sie auf, Herr... Wie heißen Sie eigentlich? Winkelmann. Herr Winkelmann, passen Sie auf, ich organisiere 200.000 und ein Auto. Was wollen Sie für ein Auto? Ein Feuerwehrauto und ich will ein Baby. Das geht nicht so schnell. Ich will ein Baby. Eins, das Gugu Gaga macht. Wollen Sie dann auch noch eine Frau dazu haben? Ich nehme Sie auch. Ich habe noch eine andere Frau zusätzlich. Haben Sie gehört? Der hat vorher schon geheiratet. Der hat zwei Frauen. Ich habe eine Frau. Merke ich mir, ne, Hauswirt? Der hat's gerade zugegeben. Der hat zwei Frauen. Was, zwei Frauen? Arschloch. Vielleicht will sie ja gar nicht mehr zu dir, Hauswirt. Vielleicht bleibt sie einfach bei mir. Und wir wandern aus in den Kongo. Oder wir tauschen. Sie nehmen mich und sie lassen dafür die Frau runter. Nein, ich will sie aber nicht. Mir gefällt ihre Ausstrahlung nicht. Ihr Gesicht nicht, ihre Kleidung nicht und ihre Stimme ist auch nicht die beste. Das kann die Big Mama auch ändern. Nee, ich diskutiere da nicht. Ich schmeiß sie jetzt runter. Sie wollen nicht verhandeln, alles klar. Haben Sie jetzt gehört? Ich hole jetzt die 200.000 in bar. Und ein Feuerwehrauto. Ein Feuerwehrauto mit Schlauch. Das Feuerwehrauto. Mach, was er einfach sagt. Ich will meine Schwester wieder haben. Ja, ein Feuerwehrauto mit Schlauch kriegen Sie. Und ein Baby, was Gugu Gaga macht. Wo sollen wir denn schnell ein Baby herbekommen? Ich wüsste keinen. Ich hole alles. Beeilen Sie sich. Das Leben Ihrer Frau hängt am seidenen Faden. Wer hat denn die Polizei gerufen? Was macht die hier? Leute, die Polizei soll gehen, sonst bin ich tot. Alles gut, das ist nicht die Polizei. Alles in Ordnung. Wie, das ist nicht die Polizei? Ich bin doch nicht blind. Hinter uns steht auch die Polizei. Glauben Sie, ich bin doof? Das ist die Polizei. Die Polizei muss sofort hier wegfahren. Letzte Chance. Wenn Sie jetzt nicht dafür sorgen, dass die Polizei hier wegfährt, dann werde ich ihr eine Kugel verpassen. Aber nicht in den Kopf, sondern erst in Ihren Fuß. Ich schieße ihr jetzt in den Fuß als Drohung. Die Polizei soll hier weg. Ja, ich mach die Pull jetzt weg. Aber schnell. Zackig. Derzeit kann ich ihn rubbellos aufmachen. Schön. Wollen Sie auch welche haben? Ja, klar. Wir sollten uns anfreunden. Eigentlich sind sie ganz nett. Sie auch. Bitteschön. Oh, 500 Stück? Klar. Uiuiui, was gebe ich Ihnen ab? Behalte ich. Ich hab die geschenkt bekommen. Kannst du mir mal dein Handy geben, bitte? Herr Winkelmann, ich glaube, wir haben ein fettes Problem. Einen Moment, ich telefoniere. Aber welches Problem denn? Dein Mann ist in Ohnmacht gefallen. Der ist bewusstlos. Ja.
Geht auch keiner ran. Ihr kleiner Sanders, komm, runterklettern. Hey! Na, hallo! Einsteigen in das weiße Auto. Und sie gehen in die andere Richtung, jetzt. Los! Ja, dein Mann möchte dich wohl nicht wiederhaben, so wie es ausschaut, hä? Scheinbar, ja. Was machen sie jetzt mit mir? Sehr traurig. Sehr, sehr, sehr traurig. Was machen sie jetzt mit mir? Naja, eigentlich wollte ich Lösegeld haben. Entschuldigung, wo ist der Herr Hauswirt? Irgendwo drin. Ah, drin. Ja. Drinnen. Ich dachte, der ist schlafen, der Herr Hauswirt. Der hat gelogen, der will sie nicht zurück. Aber die Kollegen haben doch vorhin gesagt, der ist bewusstlos. Ja, und drin haben die eben gesagt, er ist da. Komm, wir gehen einfach wieder gucken. Ich hab Mitleid. Die kriegen es nicht gebacken, 200.000 Euro aufzutreiben. Hier, komm mal her. Entschuldigung. Sorry, das war falsch. Sorry, das war auch falsch. Sorry, nicht richtig. Nee, nicht richtig. Nee. Hallo, das ist nicht richtig. Hallo, geht's noch? Auf der anderen Straßenseite. Können Sie den Mann nicht einfach reanimieren? Ja, das versuchen wir doch gerade. Seit 5 Minuten. Ich will das Geld sehen, Hauswirt. Wo ist das Geld? Ja, ich kriege das Geld. Wann? Jetzt gleich, wenn ich aufstehen kann. Und was ist mit dem Baby? Ja, das können wir so schnell noch nicht auftreiben. Nein, wir sollen ein Kind herkriegen irgendwo. Ja, er hat's schon vergessen. Das ist hoffnungslos der Fall. Wenn ich dreimal das Vaterunser bete für Sie, lassen Sie mich frei dann frei. Geh auf die andere Straßenseite. Andere Straßenseite! Schrei nicht so rum, du Affe. Wir bringen das jetzt zu einem schnellen Ende. Ich habe keine Geduld mehr. Dein Mann möchte dich offensichtlich nicht haben. Was echt traurig ist. Aber ich hoffe, sie bringen mich jetzt nicht um. Nein, nein. Wir werden jetzt ein bisschen Spaß haben zusammen. Wenn du verstehst, was ich meine. Nee, ich verstehe es gerade nicht. Ja, doch, du verstehst genau, was ich meine. Wir fahren jetzt ein bisschen Autoscooter. Hast du schon Spaß? Ja. Ich hoffe es doch. Na, hallo? Hauswirt. Ja. Ich habe gerade sehr viel Spaß mit deiner Frau. Du hast Spaß mit meiner Frau, du Dreckschwein. Wo bist du? Ich habe gerade so viel Spaß mit dir. Es geht so ab hier. Ich mach dich fertig. Du machst gar nichts mehr fertig, du halbe Portion, du kleine Wurst. Ich hab den dicken Schlauch, nicht du. Nur weil du Feuerwehrmann bist. Oh, deine Frau hat sich gerade ein bisschen verheddert. Ich hab einen dicken und einen langen Schlauch, ja, mein Freund. Laura. Laura, hast du Spaß? Wo ist meine Frau? Laura hat keinen Spaß. Ja, nein, hab ich nicht. Doch, doch, sie hat Spaß. Sie hat gesagt, sie hat sehr viel Spaß. Sie hängt ein bisschen fest gerade, aber sie hat Spaß. Wo hängt sie fest? Aber du glaubst gar nicht, wie geil das hier ist, Hauswirt. Es geht rauf und runter. Digga, Alter, wo ist meine Frau? Es geht so schnell nach vorne. Es geht richtig ab. Ja, rauf, runter, hoch. Wie schnell liegst du auf dem Boden, Freundchen, wenn ich dich in deinem Ende habe? Hauswirt, warte ab. Das Baby mache ich selber. Ich warte jeden Tag. Um das Kind kümmere ich mich selber, Hauswirt. Ich will wissen, wo meine Frau ist. Es geht gerade rund mit uns beiden. So viel musst du wissen, mehr nicht. Und sie hat sehr viel Spaß. Ja, bei dir geht gar nichts mehr rund, Digga. Ich will meine Frau. Hauswirt, beruhig dich erstmal. Ich rufe dich gleich wieder an. Und, hattest du Spaß? Was sagte der? Ja, der hat gesagt, wir sollen uns schön amüsieren und wir sollen noch ein bisschen Spaß zusammen haben. Wir sollen zusammen Spaß haben, hat er gesagt. Ja, der hat gesagt, wir sollen sehr viel Spaß miteinander haben. Der wünscht dir noch einen schönen Abend und der holt dich gleich ab. Wir beide sollen Spaß miteinander haben, hat er gesagt. Ja, ja. Also der hat sich gefreut für dich. Ah, ich muss dich weiter bedrohen, damit du machst, was ich sage, stimmt. Nein, musst du nicht. Wird dir eigentlich schnell übel? Bist du schwindelfrei? Ja, ich kotze gerne. Ich ruf mal gerade deinen Mann an. Wo ist meine Frau? Also deine Frau ist gerade auf einen Höhenflug mit mir, wenn du verstehst, was ich meine. Ah, ein Höhenflug, ah ja. Den Höhenflug kriegst du gleich mit mir. Hauswirt, du hast keine Ahnung, was wir gerade machen. Wir haben so viel Spaß. Und sie freut sich sogar. Sie hat gesagt, sie will dich nie wiedersehen. Wo ist meine Frau? Ich glaube nicht, dass meine Frau irgendwas mit Ihnen machen würde. Deine Frau ist in guten Händen, Hauswirt. Ich glaube nicht. Ich möchte jetzt meine Frau haben. Wo bist du? Das kann ich dir nicht sagen. Das ist privat, wenn du verstehst. So, ich mach das wie bei den Simpsons. Ich dreh dir den Hals auf. Also eben gerade hatten wir auch keine Kleidung mehr an. Es ist mir egal, wo ist meine Frau? Macht's Spaß, Laura. Ich möchte wissen, wo meine Frau ist. Hauswirt, sag mir erstmal, wo mein Geld ist. 200.000. Wo sind die? Hab ich da. Hast du da? Überweis sie bitte. Hauswirt, ich ruf gleich nochmal an, ja? Alter, warum ruf doch nicht jedes Mal an? Ich will meine Frau haben, Mann. Wir kriegen gerade Besuch von ganz vielen oberkörperfreien Männern. Komm, komm, wir gucken uns noch mehr an. Folge mir. Sonst knallt's, ne? Sonst knallt's. Ich weiß. Was hältst du von dieser Schiffschaukel? Da können wir machen. Hey, steigt mal bei uns in der Schiffschaukel ein. Da ist der richtige Spaß. Seid ihr besoffen? Ja. Ticket kaufen und einsteigen. Schnell, schnell. Ah, was ist mit meinem Gesicht los? Oh mein Gott! Mein Gesicht! Das sieht nicht gut aus, aber ich hab Spaß. Ui. Ey, das ist echt Hauswirt. Wo sind Sie? Ich bin hier gerade, immer noch Spaß am haben. Es geht vor und zurück und es sind mittlerweile 2 weitere Männer dazugekommen. Wo ist meine Frau? Wie heißen Sie, Gentlemen? Meinen Sie uns? Ich heiße Stone. Stone. Und Kleber. Und sie haben alle keine Sachen an. Sie sind oberkörperfrei und haben alle Spaß mit ihrer Frau. Digga!
Ich schwöre, krieg ich dich heute in die Hand, Alter. Ich erwürge dich. Na, da musst du früher aufstehen, Hauswirt. Wow, hier geht's ganz schön ab. Komm mal ran auf mich. Hoch und runter. Komm ran, auf mich. Komm ran. Überschlag. Komm 1 gegen 1, da kriegst du eine auf die Fresse, Digga. Jo, Hauswirt, ich ruf gleich nochmal an. Wir haben gerade richtig viel Spaß. Es geht. Ich will wissen, wo meine Frau ist. Was passiert, wenn ich jetzt aussteige? Es geht richtig heiß zur Sache. Ich drehe da ja am Rad, Digga. Jetzt mal eine kurze Schweigeminute für Hauswirt. Ja, Hauswirt ist ein bisschen sauer, aber oh, wow, 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 wow. Wir haben schon spekuliert, wo die Braut hin ist. Wir haben schon gedacht, ihr habt die am Mount Chiliad ausgesetzt und dreht jetzt eine neue Staffel von Braut vs. Wild. Nein, wir sind doch keine Unmenschen. Habt ihr Bock, Achterbahn zu fahren? Euer Achterbahn. Herr Hauswirt, ich steige mit Ihrer Frau und den oberkörperfreien Gentleman gerade in eine rosa Rakete. Oh nein, 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 hey, Ihre Frau fährt alleine mit den nackten Gentlemen. Wo ist meine Frau, Digga? Ihre Frau hat gerade Spaß mit einem Fremden. Da kann ich wirklich nichts dran ändern. Ja, und ich werde nachher mit dir Spaß haben. Nein, ich kann nichts dafür. Sie ist einfach mit dem Fremden weg. Ey, wo ist meine Frau, Digga? Alter, ich... Oh, komm her, komm her, komm mal! Deine Frau reitet gerade auf einer Rakete. Wie soll ich das denn beschreiben? Das brauchst du nicht beschreiben. Komm her, ich mach dich nackig. Von oben bis unten. Naja... Die Männer sind nackig. Ich bin verletzt. Oh, ich glaube, deine Frau hat sich verletzt. Alter, ich schwöre, passiert irgendwas mit meiner Frau. Und ein Haar meiner Frau. Naja, die rosa Rakete hat ihrer Frau ein Haar gekrümmt. Nee, nicht ich. Du bist schuld. Nein, sie hätten besser auf ihre Frau aufpassen müssen. Alter, das ist nicht mein Fehler. Ey, ich will jetzt meine Frau haben. Und das sehr schnell. Naja, Hauswirt. Ich ruf dich gleich wieder an, ja? Nein, du rufst den Dick gleich an. Er freut sich auf jeden Fall für dich und wünscht dir noch einen angenehmen Abend. Der kommt dann auch gleich dazu. Hat er gesagt? Ja, der ist ziemlich gut drauf. Also ich glaube, der hat ein bisschen was getrunken. Er ja. hat eine Alkoholvergiftung, hat er mir letztens gesagt. Der hat ein Alkoholproblem, hat er Ihnen wohl erzählt. Ich bin dafür, dass wir alle zusammen nochmal Autoscooter fahren. Ich bin raus. Nee, du fährst mit, Lady. Boah, packen Sie die Knochen. Na los. Oh nein, Digga. Oh. Also, Frau Hauswirt wird gerade gesandwicht von 4 unbekleideten Männern und einem Mann im Anzug. Wollen Sie mich veräppeln? Nee, das meine ich ernst. Die wird gerade in die Mangel genommen. Das sieht nicht so gut aus. Alter, was bist du für ein feiges Schwein? Ja. Ich hab mit dir eine Rechnung offen, aber nicht meine Frau. Meine Frau hält es mal schön raus. Dann komm zu mir. Kommen Sie zum Pier und dann zeige ich Ihnen, was wir machen mit Ihrer Frau. Wir sind uns. Ich komme hin und dann mache ich aus dir ein Sandwich. Und kommen Sie alleine, sonst stirbt Ihre Frau. Kapiert? Ja. Nein, hey. Wo willst du hin? Setz dich in den Autoscooter. Sofort. Das sieht doch gut aus. Ach, da hinten sind die. Oh, die sind gerade angekommen. Oh, die Schwester ist einfach aufs Feld gerannt. Haben Sie wohl nicht die Frau des Geistes genommen? Nee, die Frau, die ist freiwillig mit mir. Das war ein Jungfernstreich. Schauen Sie, das war alles ein Streich. Wir haben Patrick, die Frau entführt, um mit ihr Spaß zu haben auf dem Rummelplatz. Komm her, komm mal! Hey, ach, da ist der Mann. Hey, Herr Hauswirt. Hey, ruhig. Nur die Ruhe. Herr Hauswirt, nur die Ruhe. Das ist alles nur ein wilder Streich, Herr Hauswirt. Hey. Das ist nur ein wilder Streich gewesen. Ich setze mich einfach schnell in eine Attraktion rein. Dann können Sie mir nicht mehr wehtun. Ich hau in die Presse. Ich hau in die Presse. Oh nein. Sie können mir gar nichts. Aua, das war doch nur ein Spaß. Wir wollten doch nur Spaß mit Ihrer Frau haben. Herr Hauswirt, ich habe nochmal Spaß mit Ihrer Frau. Ich bin hier oben. Ich kann ihn jetzt zusammenschlagen. Kannst du ihm doch einfach sagen, dass das ein Scherz war. Das war alles geplant und abgesprochen. Ich bin voll verletzt. Verletzt? Von wem? Von mir? Ich habe dich nicht einmal gehauen. Von der Hauswirt. Dein eigener Mann hat dich verletzt. Mhm. Wer haben die uns überhaupt gefunden? Ich habe ihm gesagt, dass wir am Pier sind. Warum sagst du ihm das? Um das aufzulösen. Das war nur ein Scherz. Ach so. Komm mal raus. Hauswirt, das war nur ein Scherz. Wir haben meine Schwester in den Fuß geschossen. Nein, ich habe daneben geschossen. Das war ein Scherz. Alles das kann gut, ich ja wie gesagt, nicht riechen. Alles easy, ja? Aber ich habe dir gesagt, ich habe noch mit dir eine Revanche offen. Kennen Sie das nicht? An der Hochzeitsnacht wird die Braut entführt? Das ist doch gängig. Du kommst jetzt zur Feuerwache. 1 gegen 1 mit dem Feuerwehrschlauch. Weiß ich nicht. Meine Uhr, die sagt gerade, ich bin ganz spät dran. Ich muss da ganz dringend weg. Der Sandmann kommt. Ich muss ganz dringend weg. Was soll das denn hier? Hallo, wir haben das doch aufgeklärt. Hallo.